Ja, hallo, ich habe hier bei mir Anna Sütschig, ich habe mir ein bisschen schwer getan. Sütschig ist das Richtige? Richtig, ja. Das ist ein polnischer Name, oder? Genau, richtig, das ist ein polnischer Name. Sehr spannend. Gut, du bist aber schon lange in Österreich, oder? Ja, ja, also ich bin seit meinem zweiten Lebensjahr in Österreich, spreche aber noch Polnisch nicht ganz so gut, wie ich es mir wünschen würde, aber es geht. Also ich kann mich unterhalten und das Spannende ist eben auch, wenn du irgendwo nach Kroatien fährst oder in die Slowakei oder ähnliches, dann kann man sich schon auch damit ganz gut verständigen. Na, hat viele Vorteile und man hört es nicht einmal, also eine echte Wienerin in Wirklichkeit. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, es ist ganz spannend, du hast jetzt uns gerade ein bisschen geschildert, wir hatten ja deinen Vortrag schon zum Thema Storytelling, weil du das in deinem Master beschrieben hast oder ein bisschen ins Detail gegangen bist. Was sind denn so Erkenntnisse gewesen? Storytelling ist ja nichts Neues eigentlich, die für dich aber neu waren, wo du wirklich gesagt hast, ah, okay, das kenne ich so nicht und damit fange ich jetzt was an. Also ich habe mich mit dem Thema Storytelling deswegen auseinandergesetzt, weil ich jedes Mal bei Marketingkommunikation oder eben bei Botschaften oder Ähnlichem mir ein bisschen so dieser Ansatz gefehlt hat. Das heißt, ich habe nie so hundertprozentig nachvollziehen können, wohin eigentlich die Reise mit Marken oder Unternehmen geht. Und da habe ich mich ein bisschen eingelesen in das, wie strategische Managementansätze bei Marken sein könnten und bin eben auch über Storytelling gestolpert. Und Storytelling ist keine Disziplin, die jetzt vor 2-3 Jahren erst erfunden worden ist, sondern die existiert schon viele, viele Jahrtausende und ist dann auch natürlich in den 70ern, 80ern, 90ern da, wo Markenmanagement groß geworden ist, auch eingesetzt worden. Warum es jetzt so eine besondere Bedeutung bekommen hat, ist einfach mit dieser Digitalisierung, sprich wir können über mehrere Kanäle hinüber oder auch crossmedial oder transmedial, was eigentlich das bessere Wort dafür wäre, Geschichten erzählen. Das heißt, wir können für unsere Konsumenten, für Kunden Erzählwelten schaffen, die nicht nur darüber hinausgehen, dass wir nur auf eine Webseite haben, sondern unter unterschiedliche Social-Media-Kanäle an unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet werden. Nur all diese Aktivitäten brauchen eben einen Anker und aus meiner Sicht schafft das Storytelling sehr gut. Das heißt sozusagen etwas, das drüber gestülpt wird im Sinne von, da kann ich mich auch gut anhalten, egal in welchem Medium ich mich bewege. Auf der anderen Seite, was ich auch sehr spannend finde, wir sind ja in Zeiten, wo es eigentlich ganz, ganz viel um Daten geht, Datenauswertung, die Dinge, die in Medien passieren, auch wirklich auszuwerten und zu sehen, okay, wie haben sie funktioniert, wie sind sie gelaufen. Ist Storytelling da so ein bisschen ein Gegentrend oder siehst du die beiden Dinge, dass die miteinander gut funktionieren können? Also ich glaube nicht, dass es ein Gegentrend ist. Also zu sagen, datengetriebenes Marketing funktioniert nicht, das kann ich nicht machen, weil es funktioniert tatsächlich. Aber Daten liefern mir halt auch einfach nur Daten. Sie liefern mir keine Beziehung zu meinem Kunden und mit reinen Zahlen werde ich keinen Kunden an mich binden. Ich werde ihnen keine Emotion vorgaukeln können oder ähnliches. Das heißt, Daten zu sammeln, um zu schauen, okay, welche Art von Content funktioniert gut bei meiner Zielgruppe und daraus aber wieder Geschichten zu entwickeln, die eben mit meinem Unternehmen d'accord sind, das heißt die, wo ich verankert bin darin, ich glaube, das ergänzt sich wunderbar und dann bist du nämlich auch weg nur von diesem Daten- und Zahlengetriebenen, denn am Ende des Tages geht es eben wirklich um Beziehungen und das schafft keine 1 und keine 0. Sehr spannendes Thema, vielleicht magst du uns jetzt ein bisschen zu dir erzählen, du bist ja an sich tätig in einem e-technischen Umfeld, gleichzeitig auch ein bisschen selbstständig, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was denn jetzt so wirklich dich gerade bewegt. Also bezugnehmend eben auf mein Studium war es tatsächlich so, dass ich mir dann lange überlegt habe, okay, kann ich das in meinem jetzigen Unternehmen machen oder nicht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass in dieser IT-B2B-Welt natürlich wahnsinnig viel Aufarbeitung quasi noch mit Storytelling betrieben werden kann. Gleichzeitig wollte ich das nicht so weit nach hinten schieben und habe mich vor einiger Zeit nebenberuflich selbstständig gemacht und betreue dort einige Projekte oder Kunden, begleite Workshops oder ähnliches, die eben in diese Storytelling Social Media Richtung abzielen. Das heißt, so, du baust gerade an deiner Selbstständigkeit, kann man das so sagen? Mal schauen, der Sommer wird spannend werden. Okay, interessante Geschichte. Du hast ja auch schon einiges mitgenommen an Erfahrung, hast selber eine spannende Story. Das fand ich total spannend, vielleicht für die Leute, die nur so kurz reinschauen. Magst du noch mal ein bisschen von dir selbst erzählen?
klar, gerne. Also ich habe nicht so einen wahnsinnig linearen Lebenslauf, wie das viele andere Menschen haben, sondern es war bei mir wirklich, ich habe mit 17 nicht so wirklich gewusst, wohin mit mir, habe Schule abgebrochen, bin ausgezogen, habe lauter blöde Jobs angenommen und bin dann aber durch ja, wahrscheinlich glückliche Fügungen dann zu einem Unternehmen gekommen, welches sich eben mit Medien und Coachings und Ähnlichem auseinandergesetzt hat. Und da hat es mein Interesse geweckt mit, okay, ich glaube, Marketing kann mehr sein, als wir jetzt nur Werbung, also schöne Bilder aneinander rein und dazu eine Werbebotschaft machen, sondern es kann auch wirklich Beziehungen formen. Und aus dem heraus habe ich dann angefangen, meine Matura nachzumachen, Social-Media-Lehrgänge habe ich absolviert und habe eben meinen Wirtschaftspsychologie-Master jetzt abgeschlossen und bin jetzt langsam auf dem Weg dort, wo ich glaube, dass ich richtig bin. Sehr spannende Story. Eigentlich kannst du die gleich nutzen. So, du hast ja gesagt, es gibt so Grundmuster von Stories, die wir eh alle kennen. Magst du das nochmal kurz erwähnen? Ja, also Grundmuster von Stories sind zum Beispiel zusammengefasst unter Heldenplots. Und da gibt es einen Heldenplot, der heißt eben vom Tellerwäscher zum Millionär. Jetzt bin ich zwar keine Tellerwäscherin, zur Millionärin. Glaub, na, wer weiß. Ja, ich glaube, zur Millionärin brauche ich auch noch ein bisschen. Aber das kann man natürlich auch sehr gut mitnehmen, um auch seine eigene Geschichte ein bisschen aufzuwerten, beziehungsweise sie so zu erzählen, dass sie für andere Menschen spannend ist. Warum? Sie kennen diese Arten von Geschichten schon und können sich damit gut identifizieren. Und natürlich immer der Konflikt, der nicht fehlen darf, den du ja auch ganz wunderbar mit dir mitträgst und der dich zu einer spannenden Persönlichkeit macht. Vielen Dank fürs Dasein und für deinen Vortrag. Bin gespannt, wie sich's entwickelt. Ich auch. Vielen lieben Dank.